Es dauerte länger, als Mr. Trelawney angenommen hatte, bis wir endlich soweit waren und in See gehen konnten. Während dieser Zeit wohnte ich im Gutshaus Mr. Trelawneys unter der Obhut des alten Dieners Redruth fast wie ein Gefangener, da man befürchtete, ich könnte schwatzen und unser Vorhaben, Flints Piratenschatz zu finden, vorzeitig verraten. Aber die Zeit wurde mir nicht lang. Stundenlang brütete ich über Seekarten. Die Insel war auf keiner eingezeichnet, so klein und unbedeutend musste sie sein. Aber nicht die Größe, sondern ihr Geheimnis gab ihr die Bedeutung. Und der winzige Punkt, den ich an die Stelle machte, wo ich sie vermutete, war für mich eine riesige Welt. Im Geist befand ich mich bereits auf der Schatzinsel, erfüllt von Träumen und Fantasien und glücklicher Vorfreude auf aufregende Abenteuer. Ich erforschte jeden Fußbreit ihres Bodens. Manchmal wimmelte mein Punkt nur so von Wilden, mit denen wir uns heftig herumschlugen. Ein andermal wieder war er voll von gefährlichen Tieren, die uns bedrohten. Aber keines dieser Abenteuer meiner Fantasie war so gefährlich und erregend wie das, was wir später in Wirklichkeit erlebten. Ach, ich habe euch gar nicht gehört. Die Nachricht ist eingetroffen. Der Brief aus Bristol. Aus Bristol? Von Mr. Trelawney? Ja. Er ist an euch gerichtet. Ich kann nur Gedrucktes lesen, Master Jim. Lest bitte vor. Bristol am 17. Mai 1758. Mein lieber Doktor, da ich nicht weiß, ob ihr noch in London seid, schicke ich diese Nachricht in gleichem Wortlaut an beide Anschriften. Er hat das Schiff gekauft und ausgerüstet. Liegt in Bristol am Quai, fix und fertig. Klar zum Auslaufen. Hispaniola. Ein ganz großartiges Schiff. Lest es doch bitte so vor, wie es da geschrieben steht. Was? Naja, so steht's doch da, oder doch wenigstens beinahe so. Ein besseres Schiff habt ihr bestimmt noch nicht gesehen, mein lieber Doktor. Der lange John, von dem ich euch schon berichtete, hat für mich geschuftet und sich abgerackert wie ein Coolie. Aber das haben überhaupt alle in Bristol getan, als sie davon Wind bekommen haben, dass es auf Schatzsuche geht. Was sagt ihr dazu, Redruth? Wozu sollte ich etwas sagen? Das wird Dr. Livesey aber gar nicht gefallen. Jetzt hat Mr. Trelawney ja doch alles herum erzählt. Na und? Steht ihm das vielleicht nicht zu? Wer hat das Ganze bezahlt? Der Doktor vielleicht? Das wäre ja wohl noch schöner, wenn Mr. Trelawney des Doktors wegen den Mund halten müsste. Und nun, lieber Livesey, packt euren Kram zusammen und kommt so schnell, wie die Postkutsche rollt. Jim Hawkins soll sich sofort von seiner Mutter verabschieden und bringt auch Redruth mit. Euer John Trelawney. Ich hatte es sehr eilig, meiner Mutter auf Wiedersehen zu sagen. Aber als ich dann den alten Benbow vor mir sah... Bis zur Stunde hatte ich nur an die Abenteuer gedacht, die vor mir lagen, und keinen Augenblick an den Abschied von dem Heim, in dem ich geboren und aufgewachsen war. Die Spur von Bill Bones Entermesser war ausgebessert worden. Die Kerbe, die sein Hieb hinterlassen hatte, mit dem er dem schwarzen Hund den Schädel spalten wollte. Mr. Trelawney hatte alle Schäden beseitigen lassen. Auch eine neue Uhr stand an der Wand. Und beim Schanktisch stand ein bequemer Sessel für meine Mutter. Mr. Trelawney hatte ihr sogar einen Lehrjungen besorgt, Tom Purcell, damit es ihr während meiner Abwesenheit nicht an Hilfe fehlte. In meinem Abschiedskummer aber missfiel mir alles und jedes. Am meisten der arme Tom. Hallo, Jim. Du merkst ja nicht mal, dass die Uhr falsch geht, so dämlich bist du. Was ist denn mit dir los? Halt's Maul und pluster dich hier nicht auf wie ein Gockel an, verstanden? Aber Jim! Lass mich nur zufrieden! Du blöder Hammel, du. Na hör mal, was soll der Quatsch? Und deine frechen Antworten immer! Du kannst ja in Vergaserei bringen mit deiner großkotzigen Art!
Manchmal glaube ich direkt, du suchst Streit. Ach, du denkst vielleicht, du bist wer weiß wer, hä? Du denkst vielleicht, ich bin schon weg und du kannst jetzt alles rausnehmen. Aber ich will schon beibringen, dir den Hintern im Sessel von meiner Mutter abzuwenden. Jim, jetzt kommen wir sofort los. Jimmy, bist du denn verrückt geworden? Und du? Du machst dich jetzt auf der Stelle an das Holz im Schuppen und stapelst es endlich ordentlich auf. Na los! Richtig gemütlich hier. Da hörst du's ja, Mutter, du siehst's ja selber. Du bist jetzt ganz still. Und wenn du zurückkommst, dann hast du Läuse. Pechraben, schwarze Läuse. Da hörst du's ja, Mutter. Was hat er dann, Tom? Schwarze Läuse? Na und ob? Er geht zu den Negern und die haben schwarze Läuse. Die bringt er mit. Mehr ist nicht auf der Insel. Ja, von dem Gold ist doch längst nichts mehr da. Nasenringe haben sich daraus gemacht, die Neger. Fahr nur hin, wirst schon sehen, was du davon hast. Na ja, da hörst du's ja. Die Spatzen pfeifen's von den Dächern, was ihr vorhabt. Und du weißt es auch schon. Eure ganze Geheimniskrämerei ist für die Katz. Du weißt es von Tom Purcell. Ach wo, von Dora Murdstone. Die hat's von ihrer Nichte Hattie mitgebracht. Die ist in Bristol verheiratet. Ach, aus Bristol? Ja. Naja, dann will ich mich mal dran machen, deine Sachen zusammenzukramen. In der Küche im Spind steht ein Kuchen. Damit du auf der Reise was zu knabbern hast. Jetzt, wo dein Vater nicht mehr lebt, da frage ich mich manchmal, ob ich ihm nicht im Weg gestanden habe. Vielleicht wär's ihm besser bekommen, wenn er auf dem Schiff angeheuert und ein Stück von der Welt gesehen hätte. Er wollte es. Aber ich wollte nicht. Naja, nur ist zu spät. Ich habe das in der Welt herumkutschieren nie begreifen können. Was hat man schon davon, wenn man einen Fuß auf den Boden einer Insel setzt, wo keiner ist? Ich habe auch nie verstanden, warum immer wieder ein neues Stück Erde entdeckt werden muss, mit neuen Menschen. Die andere Gesichter haben als unser eins. Schwarze, gelbe. Oder wer weiß, was für welche. Ob die wohl so viel Freude haben, wenn sie entdeckt werden? Du lachst. Aber stell dir mal vor, die würden hierher kommen und uns entdecken, dich und mich. Ob wir so viel Spaß dran hätten? Ich meine, es wäre mir ja gleich, wenn sie Dora Murdstone entdecken würden. Dir würde ich das so richtig gönnen mit ihrem bösen Mundwerk. Aber wenn... Ich komme wohl mächtig ab von dem, was ich eigentlich sagen will. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich sagen will. Doch, ich weiß es. Ich wollte eigentlich nur sagen, Black Hill Cove war für mich immer groß genug. Ich habe hier alles gehabt. Mein Vater, dich. Kann sein, dass das nicht genug ist für einen Mann. Dass der ein bisschen mehr braucht. Und dass ich daran schuld bin, dass er es nie bekommen hat. Und deswegen sage ich auch jetzt kein Wort, wenn du losziehst. Nur pass gut auf dich auf und komm hier gesund zurück. Mutter. Am anderen Morgen erreichten wir Bristol. Ich hatte Red Roos die Sorge um unser Gepäck überlassen, um möglichst rasch zu den Docks zu kommen. Es war so früh, dass sich noch kaum jemand auf der Straße befand. Ich fühlte, wie mir das Herz bis zum Hals hinaufschlug. Das Bathurstbecken lag vor mir.
Ich hatte mein ganzes Leben an der Küste verbracht, aber mir war zumute, als spürte ich das Meer zum ersten Mal. Auf den ersten Blick hatte ich die Hispaniola entdeckt. Nie in meinem ganzen Leben werde ich diesen Tag vergessen. Da lag das Schiff, das mich aufs Meer hinausbringen sollte, mit einer unbekannten Insel als Ziel und um verborgene Schätze zu heben. Es war Montag, der 22. Mai 1758. Leute sind. Ach, zum Teufel mit euren Bedenken. Alles zähe Burschen, von Wind und Wetter gegerbt und von der Art, die es mit Tod und Teufel aufnimmt. Na, und sowas brauchen wir, falls wir es mit Eingeborenen, Seeräubern und sonstigem Lumpenpack zu tun bekommen. Oh, natürlich kann ich nicht leugnen, dass die Kerls nicht gerade hübsch zum Ansehen sind. Nach ihrem Äußeren zu urteilen, könnte man sogar meinen, er hätte sie dem Henker abgeschlagen. Ich war ganz sicher, dass es auf der Welt kein schöneres Schiff geben konnte. Guten Morgen, Sir. Nur ein kleiner Begrüßungsscherz. Ich wette, du bist der junge Mann, der bei uns den Kajütsjungen machen soll. Jim. Richtig. Jawohl, Sir. Hawkins heiße ich. Jim Hawkins. Schön knapp, was? Hab erst gedacht, es hätte sich einer an Bord geschlichen. Einer von diesen stinkigen, verrotteten Hafenratten. Halunken, sag ich dir. Die klauen einem im Schlaf die Goldplomben aus dem Maul. Der würde jetzt am Mast kleben mit dem Ohr. Ganz hübsch zappeln würde der. Also dann willkommen an Bord, Hawkins. Ich bin Israel Hans, der erste Bootsmann. Guten Morgen, Sir. Eine bessere Begrüßung konnte ich mir gar nicht denken. Rau wie die See, aber von Herzen gut gemeint. Das wohlwollende Schulterklopfen, das an diesem Tag von allen Seiten einsetzte, sollte erst viel später aufhören. Ah, da hätten wir dich ja, Hawkins. Und wo hast du Redruth gelassen? Er kümmert sich nur um das Gepäck. Aha, und der Doktor ist auch schon da? Na, dann wäre ja alles in bester Ordnung. Die Besatzung ist komplett. Ah, Sir, wann laufen wir denn aus? Morgen früh mit dem Gezeitenwechsel. Jawohl, morgen früh geht's los. So, da hätten wir ihn. Ah, guten Tag, Jim. Guten Tag, Sir. Ich soll euch die besten Grüße von meiner Mutter ausrichten. Und ihr hättet recht gehabt. Die Kuh gibt jetzt wieder Milch. Ah, danke. Freut mich zu hören. Meine Fähigkeit, Menschen zu kurieren, hat sie nie besonders hoch eingeschätzt. Aber ihr Vieh hat sie mir immer ohne Bedenken anvertraut. Mach dir nichts draus, Jim. Der Doktor hat heute einen schlechten Tag. Wir sind uns auch schon in die Wolle geraten. Ich kann euch nur wiederholen, es war wie verhext, Livesey. Nicht ein halbes Dutzend Leute hätte ich allein zusammengebracht. Und dann brachte mir der Zufall diesen Mann. Reiner Zufall, sage ich euch. Stellt euch vor, ich stehe am Quai, da läuft mir ein ehemaliger Seemann über den Weg. Wir unterhalten uns und ich erfahre, dass er eine Hafenschenke betreibt. Und dass er alle seebefahrenen Leute in Bristol kennt. Und wir, naja, und so weiter und so weiter. Naja, würdet ihr mir freundlicherweise erklären, was in diesem Fall und so weiter heißt? Einen Teller für Master Hawkins, bitte. Er war im Hafen, um eine Prise Seeluft zu schnappen. Er meinte, dass das Leben an Land seiner Gesundheit nicht zuträglich wäre. Und dass er nicht abgeneigt wäre, eine Heuer als Schiffskoch anzunehmen. Ich war gerührt, das gebe ich gern zu. Euch wäre es nicht anders gegangen, wie ich euch kenne. Ihr habt ja auch ein Herz. Ich sage euch, er hatte Tränen in den Augen. Ach, lieber Doktor, einen Mann weinen zu sehen, weil er ein Krüppel ist, das zerreißt einem das Herz. Ja, ich habe ihn angeheuert. Und dass er ein Bein verloren hat, ist in meinen Augen eine Empfehlung. Jawohl, eine Empfehlung, Sir, denn er hat es unter Admiral Hawke im Dienst seines Vaterlandes eingebüßt. Ein bedauernswerter Mann. Er bekommt keinen Penny Entschädigung, keinen Penny Pension. Was für Zeiten, Sir. Ja. Und dann ging alles wie geschmiert. Ich dachte, ich habe nur einen Koch gefunden. Nein, Irrtum. In Wirklichkeit hatte ich die ganze Mannschaft beisammen. In 3 Tagen war die Besatzung der Hispaniola komplett. Glaubt mir, das war einzig und allein das Verdienst dieses ausgezeichneten Mannes. Nun ja, aber lassen wir mal die
vaterländischen Vorzüge eures Helden beiseite. Nur glaubt ihr nicht, dass die Mannschaft eines Schiffes vom Kapitän und nicht vom Schiffskoch zusammengestellt werden sollte? Ach, bleibt mir doch mit diesem Smollett. Der Mann ist mir viel zu umständlich. Ein ehrenhafter Mann, gewiss, aber wahrscheinlich macht ihm seine Verdauungsschwierigkeiten. Nun schaut mal mich an. Mir geht's zum Bäume ausreißen. Ich brenne darauf, dass es endlich losgeht. Die weite Welt, die fernen Küsten. Ach, zum Teufel mit dem ganzen Schatz. Ich will aufs Meer hinaus. Ich platze vor Ungeduld. Ich halt's nicht mehr aus. Raus auf die See mit ihrer Herrlichkeit. Ich habe natürlich Erkundigungen über diesen Koch eingezogen. Die Auskünfte sind erstklassig. Mhm. Dieser John Silver, so heißt er, besitzt ein ansehnliches Bankkonto. Und was weitaus mehr ist, er hat es noch nie überzogen. Seeheld und Kneipenbesitzer, Bankkonto, Holzbein, na schön. Nach all dem soll's mich nicht wundern, wenn er auch noch ein geschätztes Mitglied des Kirchenchors in seiner Gemeinde wäre. Das einzig Musikalische an ihm ist in seiner Kneipe der Papagei. Und der kreischt immer zu, Piaster, Piaster, Piaster. Aber was es mit diesem Schiffskoch auch auf sich haben mochte, ich hatte keine Lust, meine Gedanken mit beschwerlichen Sorgen zu belasten. Denn die Welt, in die ich geriet, als ich mich für Mr. Trelawney auf einen Botengang machte, nahm mich ganz gefangen. In der Stadt begann jetzt die geschäftige Zeit. Und überall gab es etwas zu sehen, jedenfalls für einen wie mich, der aus einem kleinen Fischerdorf kam und bisher von der Welt so gut wie nichts kannte. Das war die Schenke, die mir Mr. Trelawney genannt hatte. Das Gasthaus zum Fernrohr. Sofort, dass es John Silver sein musste, der Wirt des Fernrohr, unser Schiffskoch. Um die Wahrheit zu sagen, es war mir bei der Unterhaltung zwischen Mr. Trelawney und dem Doktor durch den Kopf geschossen, er könne womöglich der Einbeinige sein, nachdem ich zu Hause so lange Ausschau gehalten hatte. Aber ein einziger Blick beruhigte mich. Ich hatte Bill Bones gesehen, den schwarzen Hund und den blinden Pew, alle drei ausgekochte Schurken und Seeräuber und glaubte zu wissen, wie ein Seeräuber aussieht. Jedenfalls ganz anders als dieser saubere und wohlgelaunte Gastwirt mit Bankkonto. Wem habe ich die Ehre? Mr. Trelawney schickt mich. Ich soll euch ausrichten, dass alle Leute mit Landurlaub bis Mittag an Bord sein müssen. Ihr selbst habt Zeit bis 4 Glock. Oh, das ist aber fein. Du bist der Gajütz, wa? Ja. Freut mich, dich kennenzulernen. Da ist er! Haltet ihn! Haltet doch den Kerl! Das ist er, der schwarze Hund! Wie er heißt, ist mir wurscht, aber er hat die Zeche nicht bezahlt. Hey, lauf, halt ihn fest! Und wenn der Admiral Hawk persönlich wäre, zahlen muss er. Wie hast du den eben genannt? Schwarzer was? Hund, Sir. Hat euch denn der Friedensrichter nicht die Sache von der Bande in Black Hill Cove erzählt? Von der Piratenbande? Das war einer von denen. Der Bursche? Einer von den Schlimmsten. So was. In meinem Haus. Jack, lauf und hilf Harry! Mein Argwohn war gründlich wach geworden, als ich den schwarzen Hund entdeckte. Einer von diesem Lumpenpack ist das? Morgen, du hast doch mit dem gesoffen. Ich beobachtete den einbeinigen Wirt sehr genau, aber er war zu verschlagen und gerissen für mich. Also morgen, hast du diesen schwarzen Dingsbum schon mal vorher gesehen, ja oder nein? Nie im Leben. Und wie der heißt, hast du auch nicht gewusst, nicht wahr? Nö. Hast du Schwein gehabt, Tom Morgan, kann ich da nur sagen. Du hättest deinen Fuß nie wieder über meine Schwelle gesetzt, wenn du dich mit sowas abgeben würdest. Verlass dich drauf. Und was hat er dir erzählt, Tom Morgan? Na ja, dies und das.
Drück dich klar aus! Ach, wisst ihr, wenn mir einer was erzählt, vergesse ich's immer gleich wieder. Sag mal, hast du eigentlich einen Kopf auf den Schultern oder nur eine hohle Nuss? Wenn ich mich recht erinnere, hat er mir was von Kielholen erzählt. Sieh mal einer an, vom Kielholen. Und er hat auch was von Winden erzählt. Manche gehen schneller und manche gehen langsam, sagt er. So, so, von Winden hat er erzählt und vom Kielholen. Mann, du bist so blöd, dass einem schlecht davon werden kann. Hau ab, setz dich wieder auf deinen Hintern. Kein übler Bursche, dieser Tom Morgan, aber leider ein bisschen dumm. Lass mich nachdenken. Schwarzer Hund. Nein, nie gehört den Namen. Nein, nein, ich kenne ihn irgendwoher. Ja, ich habe den Kerl schon mal gesehen. Er ist hier mal aufgekreuzt mit einem blinden Bettler. Genau, so ein Blinder war auch dabei. Der hat auch zu der Bande gehört. Pew haben sie den genannt. Ja, richtig. Pew, stimmt, jetzt fällt's mir wieder ein. Der nicht aussah wie eine Lunke. Naja, die werden ihn ja erwischen und ranschleppen. Dann werden wir den mal richtig ausquetschen. Jack ist ein guter Läufer. Ich kenne keinen, der es mit ihm aufnehmen könnte. Der rennt glatt über den Haufen. Macht er wie gepustet. Der Kerl hat sich verdrückt. Plötzlich war er unter den Leuten verschwunden. Ich halte ihn schon am Ärmel, aber... Weg, weg war er. Und ich stehe mit dem Ärmel da. Ja, ja. Da gibt man euch nun ein Freibier nach dem anderen in den Hals. Und wenn man mal was von euch haben will, was dann? Hohle Luft. Raus mit euch. Schert euch zum Teufel, ihr kotzt mich an. Auch noch grinsen, was? Das wird euch vergehen. Punkt 12 seid ihr an Bord, sonst mache ich Hackfleisch aus euch. Wir befehlt, Sir. Was ist Punkt 12? Da kannst du mal sehen, Hawkins, in was für eine Zwickmühle unser Eins so kommen kann. Was soll Mr. Trelawney jetzt von mir denken? Da habe ich doch tatsächlich einen von diesen Piratengelumpe unter meinem Dach und er säuft meinen Rum. Sag selbst, Hawkins, gegen sowas ist man doch einfach machtlos. Was hätte ich denn tun sollen, ich mit meinem Holz stecken? Na, wäre ich nur ein sehtüchtiger Mann, wäre mir der Satansbraten nicht durch die Lappen gegangen. Dem wäre ich nachgewetzelt, hätte ihm jeden Knochen einzeln gebrochen, aber so? Was ist er schuldig? Dreimal eine Runde rum. Bei meinem Holzbein sowas ist mir auch nie im Leben passiert. Wenn ich auch nicht begreifen konnte, was an der Sache eigentlich so komisch war, es war mir einfach unmöglich, seiner ungestümen Heiterkeit zu widerstehen. Da kannst du mal sehen, was für ein ausgewachsenes Rind wie John Silver ist. Was für ein Ohrenochse. Jetzt aber klar zum Wenden. Hey, Fancy, bring mir die feine Schaluppe. Aber eins weiß ich, wir beide werden gut miteinander auskommen. Du bist so richtig ein Kerl, bist gescheit, hast was auf dem Kasten. Das habe ich schon gesehen, wie du reingekommen bist. Ich hätte hinter ihm herrennen müssen. Vielleicht sind wir beide nicht schnell genug gewesen. So, und jetzt gehen wir zu Mr. Trelawney und erzählen ihm die ganze Geschichte. Wir müssen dafür sorgen, dass er es nicht in den falschen Hals kriegt und wer weiß, was von uns denkt. Aber ein Spaß war es doch, dass mir ein Zechmaler entwischt ist. Das ist meine alte Lady. Von der Zuckerplantage aus Jamaika habe ich sie geholt. 4 Guineen. Stolzer Preis. Aber bereut habe ich es nicht. Ordnungsgemäß getraut von Reverend Flatt in der Episkopalkirche St. Anne. Pass gut auf, mein kleines Kakaobündchen. Und lass mir keine Zechballereien durchgehen. Für mein Leben gern hätte ich sie gefragt, ob es mit Tom Purcells Bemerkung, Neger hätten schwarze Läuse, etwas auf sich hatte. Wiedersehen, Madame. Wiedersehen. Wiedersehen. Das wird die Mastspitze für die Firebird. Auftrag von der Ostindien Company. Mit dem Ding kannst du die Wolken kitzeln, wenn es erstmal fertig ist. Da drüben liegt die Firebird im Dock. Ich halte nichts von dem Kasten. Übertakelt. Soll aber das schnellste Ostindien-Schiff werden. Ach, war Platz. Ah, hello, Mr. Jenkins. Hallo, Mr. Silver. Ein Empfehlung an Mrs. Jenkins. Danke, danke. Juniorchef von Jenkins und Sohn. Darf ich dir bitten, einen Armkrüppel durchzulassen? Guten Tag allerseits. Guten Tag. Wie geht es, Mr. Parkinson? Danke, ausgezeichnet. Ich hoffe, euch auch.
Guten Tag. Wie geht es, Mr. Upton? Danke. Mr. Upton hat einen Kompagnon namens Parkins. Netter Mensch. Großes Importgeschäft. Zucker und Rum aus Jamaika. Weine aus Frankreich und Gewürz aus Ceylon. Meine Verehrung. Die Reederei Watson. Watson mit seinen Töchtern. Pitt Watson, das ist ein Freund von mir. Ein großartiger Mann, hat viele Schiffe laufen, aber leider hat er keine Söhne. Überall war er bekannt und überall erwiderte man seinen Gruß. Es war ganz augenscheinlich, dass man ihm freundlichen Respekt entgegenbrachte. Ja, er stand mit den angesehensten Bürgern auf vertrautestem Fuß. Zudem war er der kurzweiligste Gesellschafter, den man sich denken kann. Nichts, was mit der Seefahrt zusammenhing, war ihm unbekannt. Er erklärte mir alle Schiffe, an denen wir vorbeikamen. Takelung, Tonnengehalt, Heimathafen und die Arbeit, die gerade drauf in Gang war. Löschen, das Laden, das Seeklarmachen. Und er wurde es nicht leid, mir die seemännischen Ausdrücke immer wieder einzuprägen, bis ich sie beherrschte. Die Flying Cloud, das beste Schiff, das es je gegeben hat. Alle Kniestücke aus Heckmatekholz, zwei Seiten Kielschweine, Durchmesser 15 Zoll. Ah, sieh dir mal die Takelung an. Wenn die Segel setzt, kriegt sie Flügel. Er sagte überhaupt manchmal die erstaunlichsten Dinge, die ich damals meistens gar nicht verstand, wie zum Beispiel, Jugend ist etwas Schönes. Ohne ihre Träume gäbe es keine Sterne, keine Sonne, keine Welt. Nur bei der Täfelung der Kajüte haben sie gespart. Simples Mahagoni ohne Zierleisten und Ornamente. Ja, mal schade, dass sie da nicht ein bisschen mehr Fantasie entwickelt haben. Sie sagen, es wäre einfach und vornehm. Und ich sage, billig und knausrig. Aber er verschwieg mir auch nicht, dass die See eher eine Sache für ganze Männer war und nichts für Weichlinge und Muttersöhnchen, was mir sehr schmeichelte. Ich fühlte mich dadurch in die Zunft der ganzen Männer aufgenommen und zuckte mit keiner Wimper, als er mir die Southern Cross zeigte, die im Reparaturdock lag, mit gebrochenen Masten und einem heillosen Wirrwarr in ihrer Takelage. Sie war in ein schweres Wetter geraten und nur mit viel Glück in den Hafen eingeschleppt worden. 7 Mann der Besatzung waren über Bord gegangen und ertrunken. Vermied er durchaus nicht den Weg am Exekutionsdock vorbei. Hier hatte ich, wenn auch nur einen flüchtigen Augenblick lang, den Eindruck, dass ihn ein leichtes Unbehagen befiel. Na ja. Das ist kein Mast, das ist der Galgen. So mancher von diesen Seesträuchen hat hier schon in der Sonne gedörrt. Euterer, Piraten und solches Gelump. Feinere Leute haben hier auch schon gebaumelt. Vor den Richtern seiner Majestät sind alle Menschen gleich. Ja, dann werden wir mal weitergehen. Ich zweifelte nicht daran, einen Schiffskameraden gefunden zu haben, wie es keinen zweiten gab. In einem gewissen Sinne hatte ich sogar recht, nur ging er mir erst später auf. Kommt schon! Als wir schließlich die Hispaniola erreichten, kam mir der Gedanke, ihm jemals misstraut zu haben, geradezu widersinnig vor. John Silver, unser Schiffskoch, hatte nicht nur mein Vertrauen, er hatte meine Zuneigung gewonnen. Weiter! So, los, hoch mit dem Ding! Noch ein Stück! So, jetzt das nächste! Hey! Mehr Steuerbord! Noch mehr! Gut so! Gut! Runter mit dem Ding! So! Runter! 45 Musketen. Die Pulverfässer habe ich rückwärts stauen lassen. Zählt sie nach, ich brauche eine Quittung für den Lieferanten. Sind genau 15 Fass, hab Stichproben gemacht. Knochentrocken, beste Qualität. Musketen, Stückzahl 45. Hey, Arrow! Was ist? Schreib einfach 65. Die Dinger zählt doch keiner mehr nach. Wir beide teilen uns dann den Ramsch. Musketen, Stückzahl 45. Ja, wenn du hier auch als Steuermann angeheuert hast, spiel nicht den Biederen, alter Junge. Ich bin nicht der Einzige, der dich schon mal besoffen gesehen hat. Es gibt eine ganze Menge. Pulver, Stückzahl 15 Fass. Hm.
Das wäre alles. Ich glaube, dass ich nichts ausgelassen habe, Sir. So ist es doch gewesen, nicht wahr, Hawkins? Wenn ich mich in irgendeinem Punkt geirrt haben sollte, sag's nur. Genau so war's. Jedes Wort ist richtig. Ein Jammer, dass euch der Kerl entwischt ist, aber euch trifft keine Schuld. Danke, Silver. Ich habe zu danken und ich versichere euch, dass ich stets euer ergebener Diener bin. Guten Tag, Sir. Guten Tag, Master Hawkins. Um 4 an Bord, Silver. Ah, ja, Sir. Punkt 4 bin ich zur Stelle. Trelawney, ihr wisst ja, dass ich im Allgemeinen nicht viel von euren Errungenschaften halte, aber dieses Mal kann ich es nicht abstreiten. Ja, er macht keinen schlechten Eindruck auf mich, dieser Schiffskoch. Na, seht ihr, Limsey. Mit diesem Mann haben wir den Haupttreffer gemacht. Herein. Der Kapitän Mr. Smollett möchte euch sprechen, Sir. Sir, am besten wir kommen gleich zur Sache und machen keine großen Umstände. Die Fahrt gefällt mir nicht, die Mannschaft gefällt mir nicht und mein Steuermann gefällt mir nicht. So, nun wisst ihr's. Und das Schiff? Gefällt euch das Schiff womöglich auch nicht, Kapitän? Ich kann kein Urteil darüber abgeben. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Aber ich vermute, dass es in Ordnung ist. Und vielleicht gefällt euch auch der Mann nicht, der euch angeheuert hat, oder? Ich bitte euch, meine Herren, immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Kapitän Smollett hat entweder zu viel oder zu wenig gesagt und ich gestehe, dass ich gerne eine Erklärung von ihm hätte. Hört zu, Captain. Nimm doch Platz. Danke, Sir, danke. Ihr sagt also, euch gefällt diese Reise nicht. Warum nicht? Ich bin unter besonderen Bedingungen verpflichtet worden. Unter versiegelter Order. Ich soll das Schiff an einen Bestimmungsort führen, der mir erst im Laufe der Fahrt bekannt gegeben wird. Ich habe akzeptiert. Aber jetzt stelle ich fest, dass die Mannschaft weiß, wohin die Reise geht. Nur ich, der Kapitän, weiß von nichts. Findet ihr das richtig? Nein. Jim, einen Becher für den Kapitän. Weiter. Ich höre, dass wir auf Schatzsuche gehen. Höre es wohlgemerkt von der Mannschaft, Sir. Findet ihr das in Ordnung? Ich mache mir nichts aus derartigen Unternehmungen. Und schon gar nicht, wenn sie geheim gehalten werden sollen und dieses Geheimnis alle Welt kennt. Meine Herren, ich fürchte, ihr wisst nicht, worum es hier geht, aber ich will es euch sagen. Es geht hier um Leben und Tod und zwischen den beiden wird es ein hartes Rennen geben. Mein lieber Kapitän, ich fürchte, dass unsere Meinung über dieses... Einen Augenblick, bitte. Ich bitte euch, Trelawney. Kapitän, ihr meint, es wäre eine Frage von Leben und Tod. Nun, solche Unternehmungen sind immer ein Wagnis, aber kommen wir zur Sache. Was habt ihr gegen die Mannschaft, Sir? Was habt ihr ihr vorzuwerfen? Sind es keine guten Seeleute? Oh nein, das habe ich nicht gesagt. Wie könnte ich die Mannschaft beurteilen, bevor wir auf See sind? Sie gefällt mir nun mal nicht. Aber findet ihr nicht auch, dass es meine Aufgabe gewesen wäre, die Besatzung anzuheuern? Gewiss, man hätte euch zumindest nicht übergehen dürfen, aber Mr. Trelawney hat es bestimmt nicht in böser Absicht getan. Noch etwas. Euer Steuermann, Mr. Arrow, gegen den habt ihr auch etwas? Er steht mit der Mannschaft auf viel zu vertraulichem Fuß. Für einen Offizier viel zu vertraulich. Ein Offizier muss Abstand wahren. Er darf auch nicht mit den Leuten trinken. Er trinkt? Nein. Der Steuermann trinkt? Nein, Sir, das wollte ich damit nicht sagen. Ich habe nur festgestellt, dass er meinem Geschmack nach zu vertraulich mit den Leuten steht. Ja. Gut. Ich habe das Gefühl, Captain, ihr habt noch nicht alles gesagt. Worauf wollt ihr eigentlich wirklich hinaus? Ich nehme an, dass ihr zu dieser Fahrt endgültig entschlossen seid. Eisern, Captain Smollett. Also gut. Ihr habt mir geduldig zugehört, wenn ich auch Dinge zur Sprache gebracht habe, die ich nicht beweisen kann. Ich mache euch einen Vorschlag. Die Leute haben alle Waffen und das ganze Pulver im Vorschiff verstaut. Hier unten, da, das wäre der geeignete Platz. Hier habt ihr die Waffen und das Pulver, beim Schlafen sozusagen unterm Kopfkissen. Zweiter Punkt. Ihr habt euch 3 eigene Leute mitgebracht, auf die ihr euch verlassen könnt. Und Hawkins könnte man trotz seiner 17 als Jüngsten dazurechnen. 18, Sir. Also gut, 4 Mann. Wie ich höre, sollen die 4 im Vorschiff schlafen. Warum bringt ihr nicht alle 4 in den Kojen hier neben eurer Kabine unter? Habt ihr noch was? Noch einen letzten Punkt. Es gibt allerhand Geschwätz an Bord. Was meint ihr damit, Captain? Dass ihr im Besitz einer Karte der Insel sein sollt, auf der mit einem Kreuz die Stelle markiert ist, wo der Schatz liegen soll. Davon habe ich keinem Menschen etwas gesagt. Aber die Mannschaft weiß es, Sir. Habt ihr geredet, Livesey? Oder du, Jim? Ich? Nein, aber zu Hause in Black Hill Cove, im Kramladen von Dora Merston, da hat's auch schon jeder gewusst. Schon gut, Jim. Das ist jetzt nicht so wichtig. Sprecht weiter, Captain. Ja, weiter, Captain. Ich bin gespannt, was wir uns noch alles anhören müssen.
Also, meine Herren, ich verlange, dass diese Karte auch vor mir geheim gehalten wird. Vor mir und auch vor Mr. Arrow. Andernfalls würde ich um meinen Abschied bitten. Reden wir offen, Captain. Ihr befürchtet eine Meuterei. Das ist ein Wort, Sir, das wir Leute von der Seefahrt nicht sehr lieben. Kein Kapitän würde auslaufen, wenn er Gründe für eine solche Befürchtung hätte. Ich nehme an, dass Mr. Arrow ein ehrenhafter Mann ist, genauso wie ein Teil der Mannschaft auch. Vielleicht trifft das sogar für alle zu. Aber ich bin verantwortlich für euer Schiff und für eure Sicherheit. Ich verlange gewisse Vorsichtsmaßnahmen. Unterlasst ihr sie, sucht euch einen anderen Kapitän. Und ihr möchtet, dass man euch beim Wort nimmt, nicht wahr, Kapitän Smollett? Das war von Anfang an eure Absicht. Darauf verwette ich meine Perücke. Ihr habt mich durchaus verstanden, Doktor. Ich habe damit gerechnet, dass Mr. Trelawney nicht einen einzigen meiner Einwände akzeptieren würde. Ich akzeptiere auch keinen, Captain, nicht einen. Wäre Dr. Livesey nicht gewesen, ich hätte euch längst zum Teufel geschickt. Schon gut, schon gut. Wir machen, was ihr verlangt. Aber eins muss ich euch sagen, ihr seid für mich ein... Ihr könnt mich halten, wofür ihr wollt. Vielleicht werdet ihr später mal begreifen, dass ich nur meine Pflicht tue. Livesey. Könnt ihr nicht mal 5 Minuten darauf verzichten, an eurer stinkigen Pfeife zu lutschen? Ihr habt's nötig, Trelawney. Es gibt doch keinen, der heftiger in der Gegend herumqualmt als ihr. Wie ein Kamin. Na schön. Was auch immer mit der Besatzung sein mag, 2 ehrliche Männer habt ihr jedenfalls an Bord. Den Kapitän und John Silver. Was Silver angeht, einverstanden. Aber mit dem Kapitän niemals. Nie. Ich erkläre, dass sein Verhalten eines Seemannes nicht würdig ist. Und schon gar nicht eines Engländers. Da wir am nächsten Morgen auslaufen wollten, wurde die Hispaniola ins freie Wasser geschleppt und vor Anker gelegt. Alles war an der Arbeit, die Waffen und das Pulver umzuladen, sodass die Achterkajüte zu einer Art Festung wurde, in der man sich gegebenenfalls verschanzen und gegen eine meuternde Mannschaft behaupten konnte. Ich fand das alles sehr aufregend, wenn ich im Grunde auch Mr. Trelawneys Meinung teilte und es für völlig überflüssig hielt. Genau mit dem Glasenschlag erschien Silver an Bord. Punkt 4, wie Mr. Trelawney es angeordnet hatte. Ein Muster an Disziplin. Sein Seesack war schon vorher gebracht worden. Jungs. Was soll denn der Quatsch? Wir müssen die Waffen und das Pulver wieder umladen. Befehl vom Captain. Wenn ihr euch da noch mit abgibt, kommen wir nie morgen früh mit der Ebbe raus. Hey, da Koch, kümmert euch um eure eigenen Sachen. Macht, dass ihr in die Kombüse kommt. Die Leute wollen pünktlich essen. Zu Befehl, Sir. Oho, mehr nach Steuerbord. Vorsicht, Leute. Vorsicht. Hawkins, was hast du hier an dem Ding zu suchen? Was soll die Rundtrödelei? Tu was. Lass dir vom Koch Arbeit geben. Ich will dein Schafsgesicht hier nicht mehr sehen. Los, verschwinde! Ich kann versichern, dass ich die Meinung Mr. Trelawneys aufrichtig teilte und den Kapitän zutiefst verabscheute. Mich bei euch melden. Hier, Reisbohnen mit Speck, schlagt er das im Bauch und einen Kopf hoch. Von den krummen Worten eines Kapitäns geht die Welt nicht gleich unter. Wenn es erstmal losgeht, sieht alles ganz anders aus. Eigentlich müsste ich ja längst abgebrüht sein nach meinen vielen Jahren auf See. Jedes Mal packt's mich wieder. Tja, Junge. Morgen früh, wenn Arrow mit seiner Pfeife loslegt, glaub mir, ist alles wieder vergessen. Hey, los!
zum Auslaufen klar machen. Harry, Jack, ans Ankerspiel. Ich werde jetzt mal durch die Decks gehen. Jawohl, Captain. Mr. Haynes, wollt ihr mich bitte begleiten? Aye, aye, Sir. Ist ja wohl tot, wenn die Bemerkung erlaubt ist. Dann mach ihn wieder lebendig. Zu Befehl, Sir. Tatsächlich, Sir. Er lebt. Das war das zweite Mal, Hawkins. Vorsicht beim dritten Mal. Wenn wir aus dem Avon raus sind, kurz vor Ransdables Island, bringst du mir meine Tasse Tee aufs Vaterdeck. Und damit du es gleich weißt, ich hasse vollgeschwappte Untertassen. Und meine Schuhe musste ich mir auch erst zusammenkramen. Wenn man mich in dieser Stunde gefragt hätte, wo ich am liebsten gewesen wäre, so würde ich ihm rundheraus geantwortet haben, zu Hause im Admiral Benbow, anstelle von Tom Purcell. Vorwärts, Leute! Du machst schon! Los, los, los! Achtung, fertig zum Auslegen! Aus welcher Richtung hier der Wind weht. Marsch an die Arbeit, du faules Schwein! Ruhe jetzt! Habt ihr einen Shantyman unter euch? Ja, Barbecue! Ja. Barbecue! 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 Hey, also los, Jungs! Du leg mal richtig los! Eins, zwei, drei, fünf, zehn Mann auf des toten Mannes Kiste. Das Lied hatte mich mit einem Schlag in den alten Benbow zurückversetzt. Ja, ich meinte, Bill Bones Stimme heraushören zu müssen, der nun schon viele Wochen unter der Erde lag. Mein Argwohn war wieder erwacht. Natürlich war es nicht allein das Lied, vielmehr beides zusammen. Erst der schwarze Hund und nun... Guten Morgen, Kapitän. Morgen. Ausgezeichnete Stimmung heute. Seid ihr zufrieden? Nein. Wieso nein? Was habt ihr denn jetzt schon wieder auszusetzen? Scheint Ihnen verdammt viel an dieser Reise gelegen zu sein. Für meinen Geschmack viel zu viel. Halt den Kurs. Tee für Kapitän Smollett. Das hat er befohlen. Wenn wir aus dem Avon raus sind, Ransdibbles Island. Ach, wird schon werden, mein Sohn. Der bekommt seinen Tee. Ist schon aufgebrüht.
Hast noch eine Menge Zeit bis an Stables Island. Setz dich erst mal dahin. Dein anderer Schuh liegt da in der Ecke. Zieh ihn an oder den da aus, damit du mit zwei gleichen Füßen vorm Captain erscheinst. Das sieht besser aus und kostet nichts. Hier, das ist für dich. Danke, Sir. Vielen Dank. Ach was, Sir. Alle nennen mich Barbecue und das bin ich auch, ein Bratspieß. Ich bin Barbecue für meine Freunde, also auch für dich. Jawohl, Barbecue. Ein richtiger Mann muss seinem Missgeschick die Stirn bieten. Gegen was sollte sonst ein richtiger Kerl kämpfen, wenn nicht gegen sein Missgeschick? Das habe ich in einem Buch gelesen. Ihr könnt lesen? Unser Barbecue hält Reden wie ein Pfaffe von der Kanzel. In seinen jungen Jahren hat er richtig was gelernt. Aber zuschlagen kann er auch. Ich habe mal erlebt, wie er zwei so mit den Köpfen gegeneinander geknallt hat, dass es nur so geraucht hat. So ganz nebenbei, als wäre es nichts. Hör auf mit dem Geschmäß. Er schmeichelt mir nur, um einen Quart rum aus mir rauszuquetschen. Hau ab, alter Freund, damit hast du bei mir kein Glück. Ruhe, mein Alter. Ist ja gut. Armes Viech flucht wegen nichts und wieder nichts. Kein Verstand, denkt sich nichts dabei. Dummes Luder, vor dem Pfarrer in der Kirche wird er ebenso fluchen. Ach, hab schon manches Ding erlebt mit dem dämlichen Viech. Er ist uralt, vielleicht 200 Jahre. Manche sagen, die sterben nie. Bei mir ist er, seit wir mit Admiral Hawk in Malabar waren. Ihre seinem Andenken, Gott schenke ihm ewigen Frieden. Als wir also mit dem in Malabar waren, da habe ich das Vieh vor einem Laden entdeckt. Hockte auf einer Stange und döste vor sich hin. Und da pflückte ich das Vieh wie einen Apfel vom Baum. Und weg war ich, ehe der Vogel richtig zu sich kam und der Händler merkte, was passiert war. Tja, Hawkins, so war ich damals. Tja, man soll sich nicht besser machen, als man ist. Weißt du, nur so lernt man aus seinen Fehlern und kommt zu Einsicht und Besserung. So, das trägst du jetzt achtern in die Kajüte. Und wenn du an die Tür geklopft hast, wischst du die Untertasse am Hosenbund ab. Auf die Weise hast du keine Schwabber drauf, wenn du servierst. Er erweckte in mir den Glauben, den besten und edelsten Menschen gefunden zu haben. So, und jetzt ab mit dir. Nur eine Frage blieb allerdings gänzlich offen. Wie kam er und die Mannschaft zu Bill Bones Lied? Ist das eure Handschrift, Sir? Das dürfte doch wohl reichlich wurscht sein. Ich habe euch nicht um ein graphologisches Gutachten gebeten. Natürlich nicht, aber ich müsste sie entziffern können. Es handelt sich immerhin um die Order für die Reiseroute. Doktor? Mhm. Doktor, würdet ihr bitte so freundlich sein, zwischen dem ehrenwerten Kapitän und mir ausgleichend zu wirken? Wie bitte? Livesey. Also ich muss schon sagen, der Ärger eurer Freunde kümmert euch wenig. Welcher Ärger, Trelawney? Ihr habt doch gar keinen. Ihr macht euch nur welchen. Herein! Herein! Zum Teufel nochmal herein mit euch! An Backbord Runstable Island, der Tee für Kapitän Smollett, Sir. Da ist er. Guten Morgen, Doktor. Guten Morgen, Jim. Einverstanden, meine Herren. Ich kenne jetzt meine Order und werde mich daran halten. Die Kursbestimmungen sind völlig klar. Dass ihr mal mit etwas einverstanden seid? Direkt ein Ereignis. Überwältigend. Einfach überwältigend. Ich sagte, dass der Kurs jetzt völlig klar ist, aber ich habe nicht gesagt, dass er mir gefällt. Wir sind knapp aus dem Hafen heraus, aber noch lange nicht wieder zu Hause. Meine Herren, guten Morgen. Auf dem Quarterdeck habe ich befohlen. Außerdem ist die Tasse übergeschwappt. Diesen Mann noch lange ertragen muss, dann platze ich. Der ist lauwarm. Aber naja, ich habe ja nicht ausdrücklich heißen Tee befohlen. Sir, erlaubt ihr mir eine Frage? Ja, was ist? Das Lied, Sir. Vorhin haben die Leute bei der Arbeit ein Lied gesungen. Aha, der Shanty. Ja, was ist damit? Ob ihr ihn kennt, wollte ich fragen. Sicher? Warum?
Es wäre mir wie der schwärzeste Verrat an Silver vorgekommen, die Ursachen meines Verdachtes einzugestehen, solange ich keine Bestätigung dafür hatte. Eigentlich, wenn ihr mir die Bemerkung erlaubt, es ist reiner Quatsch. 15 Mann wollen zusammen auf einer Seekiste hocken? Es gäbe aber eine schöne Drängelei. Also, dann hör mal zu. Es gibt ein kleines Inselchen zwischen den Inseln Tortola und Vollen Jerusalem. Ungefähr 16 Grad 22 Minuten Nord und 64 Grad 32 Minuten West. Das wird des Totenmanns Kiste genannt. Darauf nimmt das Lied Bezug. Und auf die 15 Meuterer, die mal dort ausgesetzt worden sind. Nur mit einer einzigen Flasche Rum verproviantiert. Hm? Hast du das Lied jetzt verstanden? Ja, Sir. Vielen Dank. Ich fühlte mich geradezu beschämt. Zugleich aber wie von einem Alpdruck befreit. Bill Bones Lied war ein ganz gewöhnlicher Shanty, der nichts mit Flints Seeräuberbande zu tun hatte. So trat die Hispaniola am 23. Mai 1758 die Reise zur Schatzinsel an. Ich könnte über mancherlei Dinge berichten, über Seeungeheuer zum Beispiel, oder auch darüber, dass die Seelen von hartherzigen Kapitänen in die Körper von Albatrossen wandern und über die Weiten der Meere dahinfliegen, ohne jemals Ruhe zu finden. Aber wir bekamen während der ganzen Reise kein einziges Seeungeheuer zu Gesicht und Kapitän Smollett unterließ es auch, sich in einen Albatross zu verwandeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Acht! Stopp! Acht Knoten nur, rottete alter Kasten. Das Einzige, was mir auffiel, war, dass Israel Hans sich mit der Geschwindigkeit des Schiffes nie zufrieden gab, wie viel Knoten es auch immer lief. Eine Marotte von ihm, wie mir schien, denn in Wahrheit erwies sich die Hispaniola als ein gutes Schiff. Auch verlief die Reise entgegen aller Befürchtungen Kapitän Smollets ohne jegliche besondere Ereignisse. Mit Ausnahme eines Zwischenfalls, den ich nicht übergehen will. Es war am 16. oder 17. Tag auf See. Kurs Hart Süd war befohlen. Süd liegt an, Captain. Nee. Der Steuerstrich wackelt wie ein Lämmerschwanz. Irgendwas ist mit dem Ding los. Entweder funktioniere ich nicht oder der Kompass funktioniert nicht. Durch das Eisen in der Jackentasche, die Messerklinge und den Schlagring war die magnetische Kompassnadel abgelenkt worden. Eisen beim Kompass. Unglaublich sowas. Das Zeug gehört mir nicht, Sir. Das ist die Jacke von Mr. Erdo. Und seit wann hängt die da? War schon dabei Wachablösung. Bring Hart auf Süd. Ei, ei, Sir. Hawkins, her zu mir. Das war der Augenblick, wo ich in das Geschehen hineingezogen wurde. Ich lasse Mr. Arrow bitten, auf der Stelle in der Heckkajüte zu erscheinen. Aye, aye, Sir. Captain Smollett, Sir. Was gibt's denn? Mr. Arrow hat sich wieder in der Siegelkammer eingeschlossen, Sir. Bei allem Respekt, aber ich fürchte... Steckt der Schlüssel von innen? Hey, Israel, komm doch mal her. Ob der Schlüssel gesteckt hat von innen? Nein, aber hängt nicht am Haken. Keine Ahnung, wer ihn geholt hat. Jetzt erklärt mir mal, Silver, wie ist denn der schon wieder an den Schnaps gekommen? Ich weiß nicht, Sir. Seit dem letzten Mal habe ich den Schlüssel an die Kette gelegt. Möchte mir nicht nachsagen lassen, dass ich jemand an die Rumvorräte ranmachen kann durch meine Nachlässigkeit. Der Steuermann kann nur in der Segelkammer stecken, Sir. Alles andere haben wir schon abgesucht. Mr. Hans, holt die Eisen und bringt sie zur Segelkammer. Ich gehe inzwischen schon runter. Jawohl, Sir. Was stellt denn jetzt mit ihm an? Krumm schließen, Hawkins. Und wenn wir wieder in Bristol sind, dann bringt er ihn vor das Seegericht. Was bleibt ihm anders übrig? Ein Offizier, der trinkt und deswegen seinen Dienst vernachlässigt, das ist ein übles Beispiel für die Mannschaft. Ich verstehe nur eins nicht. Wie kommt er an Schnaps, wenn ihr einen Schlüssel um den Hals habt? Tja,
Tja, da hast du recht, Hawkins. Wenn das kein Rätsel ist, möchte ich wissen, was überhaupt ein Rätsel ist. Von Wasser kann er ja nicht gut besoffen sein. Mr. Arrow, macht sofort auf! Hört ihr, ich gebe euch den Befehl! Raus hier, verdammt doch mal! Er macht nicht auf, Sir. Aufbrechen, Hans! Haben wir gleich. Habt ihr eine Waffe bei euch? Bei Besoffenen weiß man nie, die steckt... Nur los, mach schon! Verdammt verrückt an. Hey, Arrow! Da laus mich doch, der Affe. Der Steuermann war gänzlich und spurlos verschwunden. Jim. Ja, Doktor. Irgendetwas war von diesem Ereignis bei mir zurückgeblieben. Eine Frage, die ich nicht einmal richtig ausdrücken konnte. Kein Argwohn diesmal, einfach eine Unsicherheit. Darf ich euch was fragen, Doktor? Aber natürlich, mein Junge. Ich kann es aber nicht so richtig sagen. Na, versuchen wir es mal. Die Muscheln, da habe ich damals in Bill Bones Kiste gefunden. In derselben Kiste, in der auch das Päckchen mit Flints Karte war. Könnt ihr mir sagen, warum er das Zeug mit sich rumgeschleppt hat? Ich verstehe deine Frage. Du meinst einen Mann wie Bill Bones, der diese schönen Gebilde so sorgfältig aufbewahrt hat und durch sein von Verbrechen angefülltes Leben geschleppt hat, kann eigentlich nicht nur schlecht und böse gewesen sein, Ja, genau das habe ich gemeint. Ich habe es nur nicht so ausdrücken können. Könnt ihr mir das erklären, Doktor? Ja, mein Junge, ob ein Mensch gut oder böse ist, der Mensch lässt sich schwer erklären. Bei jedem von uns gibt es das rätselhafte letzte Zehntel. Aber warum das so ist und woraus das besteht, keiner wird es je ergründen. Du hast sicher gedacht, ich wäre klüger und könnte es dir besser erklären, nicht? Nee. Ach wo. Nein. Ja. Oh doch. Gib's nur zu. Schauen wir uns das mal an. Immer häufiger schwamm jetzt allerlei Krautzeug vorbei. Anzeichen dafür, dass wir in Landnähe kamen. Einmal trieb sogar ein Palmwedel dicht an der Bordwand entlang. Alles deutete darauf hin, dass unser Ziel nicht mehr weit war. Festgeholt! Falls Kapitän Smollets Berechnungen stimmten, konnten wir in jedem Augenblick am Horizont auftauchen. Spätestens jedoch musste sie am nächsten Morgen zu sehen sein. Weißt du, warum du an Bord von dem Schiff nur Würfel findest und keine Spielkarten? Ah, weil Würfel nicht so eine große Sünde sind wie Karten. Ja, sie kann nicht mehr weit weg sein. Weißt du es, Jim? Nee. Na, ganz einfach, weil Karten vom Salzwasser zerfressen werden und Würfel nicht. Bei Flint gab's beides nicht. Keine Würfel, keine Karten. Habe ich recht, Brandon? Ja. War ausdrücklich in den Bordartikeln verboten. Nicht wegen der Sünde. Weil es immer Ärger gibt beim Spielen. Flint? Ja, der Seestrolch. Aber Saufen war bei dem nicht verboten. Ach wo, hätte er sich nicht getraut. Das wäre den Kerlen zu viel gewesen. Das hätten sie sich nicht gefallen lassen. Ein Mann, der in Savannah am Suff krepiert, der kann ja auch nicht gut anderen das Saufen verbieten. Ihr meint wirklich Kapitän Flint? Ich werde ja noch was sagen. Im Grunde war er ein stinkfrommer Mann. Hä? Ja. Du kennst ja bestimmt die Geschichte von Renters Bay. Die kennt ja jedes Kind. Wo er den spanischen Goldtransport geschnappt hat. Dabei hat er auch einen Priester erwischt. Da hat er sich gedacht, es könnte ja nicht schaden, wenn der Pfaffe zur Erbauung der Mannschaft eine Messe liest.
Also wurde auf der Tropen Altar aufgebaut. War alles sehr feierlich. Nur Jimmy Reynolds ist aus der Reihe getanzt. Stell dir vor, da stößt er doch mitten in der Andacht einen gotteslästerlichen Fluch aus. Eben nur hatte Flint seine Pistole aus dem Gürtel und knallte Jim mitten eins durch den Schädel. Und deswegen behaupte ich, dass Flint im Grunde ein sehr frommer Mann war. Ihr wart bei Flint? Wer? Du meinst ich? Woher wisst ihr denn das alles so genau? Woher ich das weiß? Die Frage ist bestimmt richtig, Hawkins. Naja, dabei war ich nicht, aber ich weiß es von einem, der alles miterlebt hat. Und der Mann ist an Bord von diesem Schiff. Wer? Vielleicht willst du was dazu sagen, Brandon. Er hört das nicht so gern. Brandon war Pirat? Pirat? Oh nein. Er war der Priester. Wir hatten Südwestkurs bei leichtem Wind und ruhiger See. Die Luft unter Deck war zum Ersticken heiß, aber sicherlich hielt mich auch meine Ungeduld wach und mein Eifer, den anderen zuvorzukommen und die Insel als Erster zu entdecken. Ich wollte beim ersten Morgenlicht an Deck sein und die anderen mit meinem Ruf »Land! Land in Sicht!« aus den Hängematten treiben. Oh, ich genoss schon das Vorgefühl meines Triumphs. Eine Male hörte ich Stimmen. Die eine war Silvers Stimme. Erst wollte ich aufspringen und mich zeigen. Nein, nicht ich. Flint war der Captain. Ich war nur Steuermannsmart. Nach den ersten 12 Worten wurde mir bereits klar, dass das Leben aller ehrlichen Leute an Bord von mir und nur von mir abhing. Hat auch den alten Pew erwischt und ihm die Lichter ausgeblasen. Ich lag da, angestrengt lauschend und wie gelähmt vor Furcht und Anspannung. Sein Kadaver in der Sonne gedörrt. Ich glaube, Flint war allen über. Der war der Größte. Davies war auch ein Kerl, nach allem, was ich gehört habe. Gefahren bin ich nie unter ihm. Erst war ich bei Roberts, dann bei Flint. Ja, das ist meine Geschichte. Jetzt fahre ich auf eigene Rechnung, könnte man sagen. An die 900 Pfund habe ich bei Roberts zusammengekratzt und an die 2000 bei Flint. Gar nicht so übel für einen Einzelmann und alles sicher auf der Bank. Man muss seine goldenen Eier auch zusammenhalten können. Was ist heute mit Roberts Leuten? Verschollen. Und die von Flint? Der größte Teil ist hier an Bord und froh, endlich wieder satt zu fressen zu kriegen. Ah, es sind welche drunter, die haben gebettelt. Der alte Pew war auch so einer. 1200 Pfund hat er rausgefeuert. In knapp einem Jahr. Wie ein Lord, so hat er mit seinem Geld geaßt. Und was dann? Ohne einen Penny in die Hölle gefahren. 2 Jahre davor war er schon am Verhungern. Er hat gebettelt und gestohlen und Hälse abgeschnitten. Und dann ist er jämmerlich krepiert, der Idiot. Ich sag euch, Mr. Silver, man muss aus seinem Geld was machen können. Ja, eins ist mal sicher. Ein Geschäft für Dummköpfe ist es nicht. Moment mal. Was ist denn? Hast du nichts gehört? Ich höre nichts. Tom Morgan, der pfeift sich ein. Na, schon gut. Glaub mir, Dirk Taylor, per Dummköpfe ist es nichts. Aber du bist so richtig ein Kerl. Du hast richtig was auf dem Kasten. Ja, das habe ich schon gemerkt, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Deshalb spreche ich auch mit dir wie von Mann zu Mann. Ja. Wie mir zumute war, als ich mir diese Schmeicheleien mit anhören musste, wird man sich leicht vorstellen können. Er brauchte sogar beinahe dieselben Worte, mit denen er mich eingewickelt hatte. Am liebsten wäre ich ihm durch die Bootswand hindurch an die Gurgel gefahren, wenn ich nur gekonnt und mich getraut hätte. Auf mein Leben, nicht den Kerl, man sich mal mit aussprechen können. Ja, sonst hätte ich
Nee, Saufen und sowas alles liegt nicht in meinem Kurs. Ich leg mein Geld an. Nirgends zu viel auf einmal. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Nie auf einen Haufen, damit kein Verdacht aufkommen kann. Glaub ja nicht, dass ich mir je hätte etwas abgehen lassen. Immer gut gefressen, bequem geschlafen, außer auf See natürlich. Und wie habe ich angefangen? Mit nichts in der Tasche, wie du. Aber dein Geld und deine Kneipe bist du jetzt los, nicht wahr? Meinst du wirklich, ich wäre so blöd und hätte mein Geld in Bristol auf der Bank gelassen? Es war einmal dort. Jetzt hat's meine Alte im Unterrock. Meine Kneipe, das Fernrohr, habe ich verkauft. Mein Kakaoböhnchen ist mit dem Zaster über alle Berge. Wir treffen uns irgendwann. Ich könnte ja sagen, wo, aber es ist doch besser, ich behalte es für mich. Weißt du, ob du deiner Alten trauen kannst? Ich hab so meine besondere Art. Wenn einer mich aufs Kreuz legt, ist er nicht mehr lange zusammen mit John Silver auf der gleichen Welt. Viele haben Angst gehabt vor Pew. Und viele hatten Angst vor Flint. Aber der alte Flint hatte sogar Angst vor mir. Ja, der selbst so stolz und gefürchtet war. Aber mach dir keine Sorgen. Die Freunde vom Barbecue haben nichts zu befürchten. Also, weißt du, ich will dir nichts vormachen. Bis jetzt hat mir der ganze Kram hier nicht gefallen. Da hast du. Abgemacht. Freut mich, mein Sohn. Du bist jung und tüchtig. Jugend ist doch was Schönes. Eine große Macht. Ohne ihre Träume gäbe es keine Sterne, keine Sonne, keine Welt. In den schönen Worten eines Dichters, die er sich irgendwo angelesen hatte, erschien mir sein Verhalten in einem noch hundsgemeineren Licht. Du kannst sagen, was du willst, da war was. Kommt mir auch so vor. Aber klar ist da was. Da lass ich dir braten. Knusprig am Spieß geröstet und dann mit Sirup übergossen. Lecker wie ein junges Täubchen. Wirf das dreckige Biest weg. Du musst deine langen Ohren überall reinhängen, was? John, erzähl ihm doch von damals auf der Walrus. Die Walrus, das war das erste Schiff von Flint. Wir hatten den alten Kasten vollgeladen mit Gold. Aber wir hatten keinen Zaps Proviant, nichts. Haben wir uns da nicht alle Finger abgeleckt nach so einer fetten Ratte? Ach, unser Silver hat sie am Spieß geröstet und dann haben wir sie ohne Sirup gefressen. Aber da wir gerade dabei sind, wann ist es endlich soweit? Ich will endlich ran an das Eingemachte und an den Wein von den feinen Herren in der Achternkajüte. Israel, du kommst dir immer wer weiß wie schlau vor. Du wirst weiter vor Mast schlafen und hart arbeiten und nüchtern bleiben und warten, bis ich dir das Zeichen gebe, verstanden? Reg dich doch nicht auf. Hab ja nur gefragt, wann es soweit ist. Zum Teufel, wann? Im letzten Augenblick. Da hast du dein Wann. Smollett ist ein erstklassiger Seemann, ein besser als wir alle zusammen. Und dann ist da der Doktor und der zappelige Kerl, der Trelawney. Ja, die haben die Karte, die Flint eingezeichnet hat, wo das Zeug liegt. Seine Dublonen, Piaster und das ganze Gold, das der gottverdammte knickrige Hund zusammengeramscht hat. Aber wo haben sie die Karte? Weißt du's? Ich weiß es nicht. Lassen wir die beiden doch erstmal das Zeug finden und an Bord schaffen. Es wäre doch saublöd, die Hühner abzuschlachten, bevor sie die goldenen Eier gelegt haben. Wenn's nach mir ginge, würde ich sogar den Kapitän das Schiff noch den halben Weg zurückbringen lassen, bevor wir zuschlagen. Und warum bringen wir es nicht ganz einfach selbst zurück? Weil wir nicht genug von Navigation verstehen. Wir können einen Kurs steuern, wir können ihn aber nicht ausrechnen und bestimmen. So lange sollen wir noch warten? Ich will rein da, zu denen in der Achternkajüte. Ich kenne euch Brüder ganz genau. Ich mache mit denen erst Schluss, wenn der Plunder an Bord gebracht ist. Ein Jammer ist das. Ihr seid erst zufrieden, wenn ihr euch volllaufen lassen könnt. Ihr hängt mir zum Hals raus. Ich habe es satt, mit euch zur See zu fahren. Aber Barbecue, kommt dir ja keiner in die Quere. Ich habe schon eine ganze Menge von eurer Sorte am Galgen in der Sonne schmoren sehen. Nur weil sie nicht abwarten konnten. Rasch, rasch. Ich kenne euch. Heute die Rumbuddel, morgen den Strick am Hals. Habe ich dir zu viel erzählt? Quasseln kann der wie ein Pfaff auf der Kanzel. Gut, wir haben das Gold. Und dann, was fangen wir dann an mit den Herren? Echt hast du, Dirk. Da siehst du mal Israel, wer hier einen sachlichen Kopf hat. Ne? Ja, das ist die Frage. Sollen wir sie einfach irgendwo aussetzen? Auf die feine Art von Roberts? Oder abstechen wie die Schweine? So hat's Flint gemacht. Und auch Bill Bones. Ist immer sicherer. Tote, die beißen nicht. Hat Bill Bones immer gesagt. Na, und jetzt, wo er tot ist, beißt er auch nicht mehr. Stimmt aufs Haar. Aber nun mal weiter. Ich bin zwar mehr für die feine Art, die Gentleman-Art von Roberts. Aber dieses Mal liegt der Fall anders. Pflicht ist Pflicht. Und deshalb, Jungs, machen wir reinen Tisch. Bravo, Barbecue! Ihr habt meine Meinung gehört. Tot.
Wenn ich als Abgeordneter in meiner Kutsche ins Parlament fahre, dann will ich nicht, dass mir einer von denen unverhofft in die Quere kommt, wie der Deibel ins Gebet. Unser Barbecue, der liefert's, wie es gebraucht wird. Weißt du, wie wir Ero und sein Steuermann losgeworden sind? Keinen Finger hat er dabei krumm gemacht, nur den Schnaps hat er ihm zugesteckt. Und als der Kerl besoffen war wie ein Stint, ist er aus Versehen über Bord gefallen. Hoppla. Kein übler Tod für einen Trinker. Mach nicht so einen Krach. Willst du dir aufwecken? Ach, nicht mal einen Spaß darf man machen. Nur eins sage ich euch gleich. Diesen Trelawney krieg ich. Dem drehe ich seinen Kalbskopf eigenhändig vom Hals. Dirk, lang mal einen Apfel aus der Tonne. Bei dir geht das fixer. Ein Apfel? Lass den Quatsch. Schmeiß lieber eine Runde. Also gut. Ist ja nicht alle Tage Weihnachten. Dirk, lang mal da hinter mich. Im Heck unter der Ducht liegt noch eine Pulle versteckt, unter der Taurolle. Ah, wird schon hell. Der Tag kam mit der in tropischen Breiten übergangslosen Schnelligkeit fast ohne Dämmerung. Von einem zum anderen Augenblick war ich gnadenlos jedem Blick preisgegeben. Keine Waffe, nichts, gar nichts, nicht einmal mein Klappmesser hatte ich bei mir. Nur Bill Bones rätselhaftes letztes Zehntel steckte in meinem Gürtel. Seine Muscheln. Wer ist denn da oben? Na, wer schon? O'Brien, dieser verdammte Ire. Von da oben müsste sie eigentlich jetzt schon sehen. Nur hol doch noch eine Pulle. Ich hab schon wieder einen trockenen Hals. Was ist denn das da? Was? Brauchst du dich doch bloß zu bücken? Zeig mal her. Muscheln. Überall Muscheln, wie am Strand von Randers Bay. Da sieh mal, die können doch nicht einfach vom Himmel fallen. Manchmal fliegen Seeraben übers Schiff und lassen Muscheln auf Deck fallen, damit sie kaputt gehen. Dann kommen sie runter und holen sich das Muschelfleisch. Sind verdammt schlau, diese Wieste. Selbst ein dämlicher Seerabe. Ja, das hat mir Tom Morgan erzählt. Er hat selbst gesehen, hat er mir gesagt. Nein, vom Himmel nicht. So gerissen ist Hawkinson auch wieder nicht. Tass hat ihn beobachtet. Manchmal ist ihm unter Deck zu heiß, dann schläft er in einem von den Booten. Tim Hawkins, ja, stinkt unten, hat er gesagt. Tja, was du nicht alles weißt. Du bist so schlau, dass einem schlecht werden kann. Wenn du Streit haben willst, kannst du haben. Komm doch her. Ich sage euch, wenn der Junge in dem Boot gesteckt hat, müssen wir unseren Plan ändern. War der da drin? Wenn der was gehört hat, kannst du von mir aus gleich ans Eingemachte. Aber ob du was davon hast, das ist eine andere Sache. Du vergisst nämlich immer, dass sie mit ihrem Arsch auf dem Pulver den Waffen sitzen. Was gibt's denn? So weit sind wir also schon. Einfach das Ruder im Stich lassen. Ich hab's festgelegt. Wir sind noch nicht mal da. Wir wissen nur, dass sie nicht mehr weit sein kann. Ihr krummen Hunde braucht nur was von der Insel zu schnuppern und schon geht alles aus dem Leim. Tom Morgan, habt ihr mich nun zum Kapitän gewählt oder nicht? Das sag ich vielleicht, du bist's nicht. Und hast du jetzt Ruderwache oder nicht? Ei, ei, Captain Silver. Sarah hat eben einen Haken, Silber. Solange es zwei Kapitäne gibt, ist einer zu viel. Smollett oder du? Du wirst dich bald entscheiden müssen. Ich weiß, was du meinst, Israel. Wenn ich mich nicht entscheide, nimmst du die Sache selbst in die Hand. Aber so weit sind wir noch nicht. Hat einer von euch dieses Zeug schon mal gesehen, bei Hawkins? Wenn es seine sind, gezeigt hat er sie mir nicht. Vielleicht mal anderen kann ja mal rumhören. Richtig, mein Junge. Ich weiß, auf dich ist Verlass. Und wenn man ein hartes Wort fällt, ist es eben Wort unter Männern. Keiner nimmt's krumm. Das ist sie. Die Position! Zwei Strich an Backbord! Das ist sie, ganz klar. Hinter der Wolkenbank, ganz dicht Backbord! Keiner achtete auf mich. Alle hatten nur eins im Kopf, die Insel. Trotz aller Schrecken und wenn ich auch nicht wusste, was sie uns bringen würde, ich war von ihrem Anblick wie verzaubert.
Also hört mal her, Leute. Kennt einer von euch die Insel? Ja, ich, Sir. Ich war fassungslos über die Dreistigkeit, mit der er zugab, dass er sie kannte. Ich war mal Koch auf dem Handelsschiff, das da Wasser genommen hat. Wahrscheinlich liegt der Ankerplatz auf der anderen Seite, hinter der Landzunge. Richtig, Sir. Skelettbucht haben sie die genannt. Es war mal ein Schlupfwinkel für Piraten. Einer auf dem Schiff hat jede Ecke da gekannt. Die Spitze da auf der Nordseite, das ist die Fockmastspitze. Im Ganzen sind es davon drei Spitzen. Fock, Groß- und Besanmastspitze. Also der Großmast, das ist der in der Mitte, der hieß bei denen das Fernrohr. Wie meine Kneipe in Brüssel. Nur aus einem anderen Grund. Die Halunken hatten ihre Ausguckwache immer da oben drauf, damit sie nicht überrumpelt werden konnten. Dreh. Dreh dich mal um. Hier, seht euch das mal an, Koch. Das war nicht die Karte, die ich in Bilbones Kiste gefunden hatte, sondern eine genaue Kopie, an der nichts fehlte bis auf die Hauptsache. Die Kreuze, die den Platz bezeichneten, wo Flints Schatz vergraben lag. Nun sag schon was. Quatsch doch sonst wie ein Pastor. Israel, wenn du dir schon prim abschneiden willst, dann schneid auch gleich eine Scheibe mit ab für deinen Freund John. Der Ankerplatz? Ja, das ist er, Sir. Da steht's ja auch, Captain. Kids Ankerplatz. Was für eine akkurate Karte, Sir. Erlaubt ihr mir die Frage, von wem stammt die? Von Seeräubern bestimmt nicht. Die haben zu klobige Pfoten, diese vernagelten, hirnlosen Galgenstrecke. Ich danke euch, Silber. Klar zum Wenden, dein Steuerbord! Klar bei Klimatop! Ah, Jim. Ein prächtiges Stückchen Erde, die Insel für einen jungen Kerl wie dich. Da kannst du baden, auf die Berge klettern, dich rumtreiben und jagen. Ich könnte direkt wieder jung werden. Und meine Holzstelze da vergessen. Es ist doch herrlich, wenn man so jung ist und wenn man alle seine 10 Zehen noch hat. Wenn du morgen an Land gehst, um dich ein bisschen umzuschauen, melde dich bei Barbecue, der macht dir ein Futterpaket zurecht. Hm? Diese Dinger hier hast du verloren. Bei uns liegt das Zeug haufenweise am Strand rum. Aber lang nicht so hübsch. Nee, die sind nicht von mir. Diese Art gibt's bei uns überhaupt nicht. Woher kommen die? Aus welcher Gegend? Wer weiß, woher. Vielleicht vom Strand von Bimini. Oder von sonst irgendeinem der 100.000 Küsten der Welt. Ich hab sie an Deck gefunden. Kannst sie behalten, wenn sie dir gefallen. Und wenn einer kommt und sie zurückhaben will, sag ihm, sie sind vom Himmel gefallen. Und was vom Himmel fällt, gehört dem, der es findet. Segel belegen! Jim? Geh und hol mir meine Pfeife aus der Kajüte. Was ist das? In aller Eile brachte ich ihm bei, dass ich schlimme Neuigkeiten hätte und er mich unter einem Vorwand mit Mr. Trelawney und dem Kapitän zusammen in die Kajüte rufen lassen solle. Ich habe euch etwas mitzuteilen. Die Insel da vor uns ist unser Reiseziel. Mr. Trelawney hat mich gefragt, ob ich mit euch zufrieden bin. Und da ich ihm melden konnte, dass jeder von euch seine Pflicht getan hat, werden wir jetzt in der Kajüte mit einem steifen Grog auf eure Gesundheit anstoßen. Zu eurer Belohnung bekommt ihr hier oben auch euren Grog. Der freigebige Spender ist Mr. Trelawney. Also ich muss euch schon sagen, großartig finde ich das. Und wenn ihr so denkt wie ich, steht nicht rum wie die Stoffel, sondern bringt ein Ohr auf ihn aus. Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Es klang so kräftig und herzlich, dass ich es kaum glauben konnte. Das waren dieselben Leute, die uns umbringen wollten.
Mehr war nicht. Das ist alles. Na, man sollte eigentlich auch meinen, das wäre fürs Erste genug. Oh, setz dich, da sind Rosinen. Danke. Tja, Captain, nehmt zu Protokoll, ihr sitzt mit dem größten Esel, den es je gegeben hat, an einem Tisch. Nein, Sir, als Esel stehe ich kaum hinter euch zurück. Ich habe noch nie von einer Mannschaft gehört, der man vorher nicht angemerkt hätte, dass sie meutern will. Aber dieser Mannschaft bin ich nicht gewachsen. Nein, nein, der Fehler liegt einzig und allein bei mir. An der Mannschaft liegt's weniger. Der Koch hat alles eingefädelt. In seiner Art ein außergewöhnlicher Mann. Für mich ist er erst außergewöhnlich, wenn er hängt. Aber das sind leere Worte, die uns nicht weiterbringen. Es gibt da zwei oder drei Punkte, die mir wichtig erscheinen. Und wenn Mr. Trelawney gestattet... Ihr seid der Kapitän, Sir. Ihr habt zu bestimmen. Punkt 1. Es ist völlig ausgeschlossen, dass wir umkehren. Wenn ich den Befehl zum Wenden gebe, haben wir auf der Stelle die Meuterei. Punkt 2. Wir haben Zeit, jedenfalls bis dieser Schatz gefunden ist. Punkt 3. Wir müssen geschickt vorgehen. Denn früher oder später gibt es Dresche. Aber den Zeitpunkt dieser Keilerei, meine Herren, den müssen wir selbst bestimmen. Wir müssen sie überraschen, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Auf eure Leute, Mr. Trelawney, können wir uns doch wohl verlassen. Wie auf mich selbst? Das sind 3. Mit uns und Hawkins macht das 7. Und wie steht's mit den anderen? Wer ist noch zuverlässig? Man sollte meinen, alle Leute, die von Mr. Trelawney angeheuert worden sind, bevor Silver die Sache in die Hand genommen hat. Sollte man meinen, ja. Aber ich habe auch Israel Hinz angeheuert und nach allem, was uns Jim Hawkins da eben erzählt hat. Sowas nennt sich nun Engländer. Am liebsten würde ich den ganzen Kasten in die Luft sprengen. Nun, meine Herren, im Augenblick lässt sich nicht allzu viel sagen. Wir müssen die Augen offen halten, bis wir den Zeitpunkt zum Losschlagen erkennen. Das ist meine Meinung. Und Jim wird uns dabei helfen. Er steht sich gut mit Silver, er steht sich gut mit den Leuten und kann so manches aufschnappen. Komm, Jim. Hol dir ein Glas, setz dich und erlaube uns, mit dir auf dein Wohl anzustoßen. Was wir auch immer reden mögen, meine Herren, eins dürfen wir nicht vergessen. Wir sind 7 auf unserer Seite gegen 19 auf der anderen. Master Hawkins... Mir ist auch nicht wohl in meiner Haut. Aber an sowas gewöhnt man sich. Und sonderbarerweise war mir sein Eingeständnis ein großer Trost. Da wir die Insel von der Westseite angelaufen hatten, mussten wir sie erst umsegeln, um den auf der Ostseite gelegenen Ankerplatz zu erreichen. Als ich am nächsten Morgen an Deck kam, bot sie einen völlig veränderten Anblick. Wir hatten über Nacht ziemlich viel Fahrt gemacht und befanden uns ungefähr 3 Meilen östlich der Ostküste. Eine Landzunge mit einem Berg schob sich uns bis auf eine halbe Meile entgegen. Gegen Mittag liefen wir in die Ankerbucht ein. Wir hatten unser Ziel erreicht.